Ich habe so viele Sachen mittlerweile in meinen Favoriten. Da, hier, Yoda Persei. Ach du Schande. Sechs Sprünge brauchen wir noch, Yoda Persei. Na gut. Achso. So. Das ist ganz wichtig. Wir springen jetzt durch die Asteroiden durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach, weil wir es können. Was hast du Nettes dabei? Nichts. Ciao. Ist übrigens auch schön, dass die Schilde während des Frameshift-Antriebs oder während man im Frameshift ist, also beziehungsweise im absoluten High-End Super Cruise, laden die Schilde nicht weiter. Ich finde das sehr gut. So, und schon mal wieder Schilde. Dann müssen wir ein bisschen auftanken wieder. Sonst wird es ein kurzer Trip. So. Mit dem Kühlkörper muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir haben nämlich nur noch einen einzigen. Das heißt, wenn wir zu heiß werden, sag ich mal, habe ich nur einen Kühlkörper, den ich benutzen kann. Das ist nicht so gut. 4, 3, 2, 1. Engage. Täusche mich übrigens oder ruckelt das Spiel ein bisschen? Oder ist einfach das Shaking hier gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ich frage mich übrigens, warum die Schilde, ne, wenn du jetzt hier bei dem Stern bist, warum du nicht außen Solarpanel zum Beispiel hast, die einfach exorbitant stark dann die Schilde nochmal boosten, beziehungsweise nochmal die Schilde extra laden. Wisst ihr, was ich meine? Dass du einfach alles, was Energie ist, klar, du hast einen Reaktor und alles drin, aber man könnte auch einfach die Sonnenenergie nicht nur für den Treibstoff nutzen, sondern auch um die Schiffssysteme dann zu reparieren, beziehungsweise mit noch mehr Energie zu versorgen. Wäre doch eigentlich auch nicht verkehrt. Einfach Schildenergie direkt aus der Kraft der Sonne ziehen. Kann ich nicht der Einzige sein mit der Idee. Ja. Ich muss einen Schweifboost machen. Gut, machen wir einen Schweifboost. Wir haben mittlerweile ein paar Mal geübt. Kriegen wir ganz gut hin. Sehr schön. So. Okay, es ist nicht so weit. Das war bloß jetzt ein weißer Zwerg, glaube ich. Oder ein Pulsar. Kein Neutronenstern, sondern bloß ein Pulsar. Aber nachdem wir das mittlerweile können, beziehungsweise eigentlich mittlerweile, ich ein paar Mal geübt habe, muss ich sagen, es gefällt mir sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Bis ich irgendwann mal da rein... Das ist doch wieder einer, oder? Ah ja. Okay. Da ist offensichtlich wieder einer. Gut, düsen wir da mal rein. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich bin extra vom Tempo runter. Das ist manchmal echt schwierig, weil ich vom Tempo extra runter bin. Aber es hat nicht gereicht. Wo ist denn... Das ist nämlich schwierig, weil diese gelbe Linie ist nämlich hier immer weg. Und du darfst nicht unterhalb der gelben Linie kommen. So. Oh oh. Weg. Ja. Okay, das kann auch sehr schnell schief gehen. Das kann wirklich sehr schnell schief gehen.
Aber es ist ganz lustig, weil du kannst damit wirklich, wo wir sonst halt deutlich mehr Sprünge wahrscheinlich gebraucht haben, geht's halt jetzt relativ einfach, weil du bloß 6 Sprünge brauchst und halt klar, nutzt halt Pulsare, aber es geht ganz gut. Was nur schwierig ist, also ich weiß nicht, normalerweise siehst du hier diese gelbe Linie außenrum. Da darfst du nie unten reinfliegen, weil wenn du das tust, springst du oder wirst du aus dem Frameschiff gezogen. Und das bei so einem Pulsar oder bei so einem Neutronenstern ist nicht sonderlich lustig. Das resultiert nämlich darin, dass du reingezogen wirst und dann langsam aber sicher zerplatzt. So, und das Problem, was ich da tatsächlich habe, ist, dass du bei normalen Sternen siehst du die immer. In dem Fall, bei denen siehst du sie aber nicht. Das ist irgendwie, verstehe ich nicht warum. Weil das ist nämlich echt, du musst in diesen Schweif rein, dann bist du schon extra langsamer, dass du praktisch den auflädst. Aber es kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Vor allem, wenn man dann anfängt, so hin und her zu wackeln die ganze Zeit. Nee, es ist ja nicht so lustig. Da kann man sehr schnell mal eben reingezogen werden. So, fupp. Und da sind wir in Jota Persei. Hurra! Endlich wieder zu Hause. Walker City. Habe ich einen Kurs gesetzt? Ach so. Ich muss jetzt zweimal drauf drücken. So, Treibstoffsammlung auch abgeschlossen. Ha. Ich bin sehr stolz, muss ich sagen. Wir sind endlich wieder zu Hause angekommen. Und hier ist ein Kampfbereich. Kampfbereich, hohe Intensität. Dann wissen wir schon, wo wir hinfliegen, nachdem wir uns kurz repariert haben. Ha, dann springen wir da mal kurz rein und schauen, was die, erstmal müssen wir gucken, wer im Krieg ist. Und dann schauen wir, welche Seite wir unterstützen und dann geht's los. Dann schauen wir mal, wie gut die Schilde wirklich halten. In Jota Persei ist auch gefühlt immer Krieg. Echt schlimm. Ich hoffe mal sehr im Übrigen, dass der Walker City, dass die, dass da nicht mal ein Targoiden-Angriff kommt. Das wäre toll. Da ist der Walker City, lockst du ein, wird von Targoiden angegriffen, denkst du, ah! Und zerplatzt erstmal dann vor Hitze. Oder schmilzt besser gesagt einfach weg, je nachdem. Wo ist denn eigentlich das Docking-Dingens hier? Sehe ich gar nicht. Schau mal, genau auf der anderen Seite. Ein Fest. Mal gucken, wer hier gerade Krieg führt. Erwerbsregel Nummer 95. Krieg ist gut fürs Geschäft. Und nachdem wir jetzt einen Ingenieur mit den Schilden haben... Was? Jeremy! Danke für den Sub. Hast du nicht gestern schon gesubbt? Oder vorgestern? Also nicht, dass ich mich beschwere, dass du subst, aber übertreib mal nicht. Und Dankeschön. Twitch ist irgendwie kaputt. Ha. Stimmt, du hast doch tatsächlich 23 Monate in Folge. Er hat es auch nicht gezählt dann am Sonntag, glaube ich.
Der Lazy Frosch ist ein hyperianischer Botschafter und noch 11 Stunden vom hyperianischen Kriege entfernt. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Am Sonntag dachte ich, es wären 22 Monate. Das eine war die Chatbenachrichtigung und der war vom Knopf oben. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich meine, dass es am Sonntag auch schon 23 waren. Bin mir nicht sicher. Also ich kann es... Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. So, John Wednesday. Na, ist ja toll. John Mittwoch. So. So, Kontakte. Kampfbelohnungen haben wir keine. Such- und Rettungskontakt haben wir auch nichts. Obrigkeit haben wir auch nichts. Ich hätte vielleicht in dem System noch die Kopfgelder einsammeln sollen. Schiffsversicherung, 95%. Galaxieweite Strafen. Ich habe 37.000 Credits Strafen? What? Systemautorisierungen. Keine Autorisierungen. Finde ich auch sehr gut. Strafen. Ich habe im Legacy Corp 37.000 Strafe? Hä? Okay, in Lachsack haben wir 1,8 Millionen jetzt gemacht. Das ist total lustig. Weißt du, wie man jetzt hat? Wie lange? 1,5 Stunden haben wir jetzt Kopfgelder gejagt? Das machst du halt mit einem Void-Opal. Das ist halt schon witzig. Kopfgelder sind total sinnlos. Das ist wirklich total sinnlos, weil mit Void-Opalen du kriegst 1,8 Millionen oder 1,6 Millionen für einen einzigen Void-Opal und dafür bist du vielleicht eine halbe Stunde beschäftigt. Das ist irgendwie, ja. Und wie ist denn beim Legacy Corp so eine hohe Strafe? Keine offenen Kopfgelder. Okay, Kopfgeld haben wir keins, aber wir haben offene Strafen. Weiß das noch jemand, wo ich 37.000 Credits Strafe kassiert habe? Ich bin gerade überlegen, aber mir fällt es echt nicht ein. Naja, was soll's. Hast du wohl Mist gebaut? Ich baue doch keinen Mist. Aber ich wüsste nur gerade nicht mal, wo und warum. Das ist das viel Schlimmere eigentlich. So, schwarzes Brett. Wir sind gerade im Krieg. Und mit wem? Oder zu schnell geflogen? Ah, ich fliege doch nie zu schnell. Aufschwung, bürgerliche Freiheit. Politiker ermorden. Ricardo Haynes. Regierung, Diktatur. Piraten der G137 Blue-Fraktion massakrieren. So, bekannter Pirat ermorden. Dan Van der Roll. Auch ein sehr schöner Name. Wiederbeschaffung. Verfügbare Missionen. Piraten der Blue Mob Fraktion. Ich bin gerade etwas irritiert, weil Status bürgerliche Freiheit, Aufschwung. Status keine. Aber wir haben hier ein Kriegsgebiet. Das ist interessant. Haben wir hier noch eine Station in dem Sektor? Nee, oder? Weltraumblitze.
Ja, das kann ganz gut sein. Walker City. Okay, ich glaube, Kampfbereich mittlere Intensität. Nein, ich brauche hohe Intensität. Hier, Kampfbereich hohe Intensität. Fliegen wir da mal hin. Dann kämpfen wir wahrscheinlich gegen das Imperium. Hier, Föderation gegen Imperium oder sowas. Weil normalerweise ist es oft so, dass dann die Fraktionen innerhalb dieses Systems dann im Kriegszustand sind und man sich für eine Seite entscheiden kann. Oder das ist tatsächlich gar nicht mehr so mit dem Update. Du blöder Luxusliner, du verziehst dich. Ich fliege zuerst raus hier. Ups. Watch where you're flying, Commander. Niemals! Macht Platz für mich. So, bin ich mal gespannt. Habe ich alles aufgefüllt? Ja, ne? Ja, könnte sein. Oh, ich muss niesen. Oh mein. Ah, Entschuldigung. Ah. Okay, Kampfbereich. Valius Party of G17353 gegen Yota Passe Purple General Limited. Einer davon... Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kämpfe auf jeden Fall nicht gegen die Föderation. Wenn, dann kämpfe ich mit der Föderation und nicht gegen die. Wenn es beides Föderations ist, dann, müssen wir was anderes machen. Ich bin ein Verfechter der Föderation und kein Bekämpfer. Imperium-Allianz kann man platt machen ohne Probleme. Also, wenn es gegen das Imperium geht oder gegen die Allianz geht oder irgendwelche so fraktionsloses Gesochse einfach geht, so Freelancer, so Leute, die sagen, wir sind frei und so, einfach direkt draufhauen. Trifft man keinen Falschen. Dass wenn der Cooper jetzt hört, schießt er mich das nächste Mal absichtlich weg. Nicht mehr aus Versehen, sondern schießt mich wirklich absichtlich weg. Genauso wie Jeremy schießt mich alle weg. Ach ja. Badababum. Babum, babum, babum. Ta 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 tam, ta 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 tam. Ich bin sehr gespannt, wie gut ich mich mache. Oder wie schlecht, je nachdem. Ich nehme Wetten an. Ihr könnt jetzt wetten, wie gut oder schlecht ich bin. Und ob ich gleich wie ein geprügelter Hund hier flüchte oder ob wir das überleben. Ich habe mein Gelübde noch gar nicht abgelegt. Was soll ich sagen? Wenn man auf dem Hochzeitsschiff ist, kommt man sehr bald auf die Idee. Das sollte man vielleicht vorher machen. Das ist dann wieder Warnung, Eintritt in den Kampfbereich. Hat das dann nicht irgendeine Auswirkung, wenn ich in diesem Kampfbereich hier unterwegs bin? Weil ich meine, ja, okay, die Warnung kommt, aber hat das irgendeine Auswirkung, irgendeine Konsequenz? Oder ist das einfach so, ja, ist bloß der Hinweis, dass wir jetzt im Kampfbereich sind. Was immer mir das sagen soll dann. Das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen tatsächlich. Zum ersten Mal ist die ganze Familie vereint. Dann würde ich an meiner Familienbeziehung arbeiten. Ja, la, 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 la. Schnarchi, schnarchi, schnarch. So, 12 Millionen
Warnung, Eintritt in Kampfbereich. Alarm, Alarm. Lasst uns diesen Glückstag zusammen feiern. Ja, ich stürze mich gleich in Kampfbereich, dass ich die Hochzeit hinter mir habe. So, und klack. So, sehr schön. Kontakte, noch haben wir keinen. Für den Kampfbereich mit hoher Intensität ist hier verdammt wenig los. Ah. Toll. Es ist beides Föderation. Gut, dann machen wir da nichts nicht mit. Zurückbeordern. Das ist tatsächlich Quatsch. Weil ich möchte bei der Föderation hochleveln und ich möchte ehrlich gesagt, es ist total toll, dass die jetzt da gegeneinander kämpfen und hier so richtig einen auf dicke Hose machen, aber gegen die Föderation. Weil man sieht es auch unten, die sind nämlich alle grün hier, ich bin nämlich mit allen verbündet. Ich bin mit allen verbündet, mit jeder Fraktion hier drum, also mit allen beiden und drum ziehe ich mich zurück. Das machen wir dann nicht. Föderales Flottenraumschiff, ja, es ist, FNS Sovereign, das ist ein... Das ist sogar ein großes Schiff hier. Föderales Flottenraumschiff, ja, das ist ein ganz großes Schiff, ist nämlich sogar hier. Oder? Gesetzlos. Was sind das für ein Schiff? Ach, das ist eine Federal... Ach nee, eine Federal Corvette ist das. Okay. Naja. Walker City. So. Und raus hier. Also wie gesagt, ich kämpfe nicht gegen die Föderation. Egal, ob sich die Föderation untereinander bekriegt, ich mach das nicht. Das ist mir zu blöd. Wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand gewesen wäre, der keine Fraktion hat oder das Imperium oder sonst was, wäre es kein Problem gewesen. Aber so, nee. Das ist mir echt zu bescheuert. Dann fliegen wir wieder zurück. Versuch was wert. Ich muss husten. Entschuldigung, da bin ich wieder. Ja. Mal gucken, also ich würde gerne ein Kampfgebiet wieder testen, aber dann irgendwie eins, wo ich wirklich dann für die Föderation kämpfen kann und nicht auf der einen Seite für die Föderation und auf der anderen Seite dann gegen sie. Das ist irgendwie witzlos. Machen wir lieber was anderes dann. Beziehungsweise machen wir mit Elite einfach Schluss für heute. Und... Also wir fliegen jetzt noch zurück, ganz entspannt, und dann machen wir Schluss für heute mit Elite. Und glaube auch im Stream dann. Ist schon wieder 22:30. Mann, Mann, Mann. Wie die Zeit vergeht. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht das nächste Mal ein ordentliches Kampfgebiet finden, wo wir wirklich dann ja, ordentlich punkten können. Und dann würde ich mal versuchen zumindest, meine Schilde zu testen. Und langfristiger Plan immer noch dann ein bisschen Mining machen, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Wir werden nämlich einiges an Geld brauchen, denn ich würde... Oder mehrere Sachen, müssen eigentlich auch Materialien farmen. Weil ich würde sehr, sehr gerne Folgendes tun, nämlich mir ein... eines von diesen Targoiden-Kampfschiffen holen. Oder diese Anti-Targoiden-Kampfschiffe. Das dann hochzüchten und dann mal richtig gegen Targoiden kämpfen. Das wäre eigentlich so mal der Plan. Weil dann können wir da auch mal ein bisschen mehr pushen, sag ich mal. Und dann müssen wir bloß gucken, dass wir halt das Schiff so weit hochpumpen, dass wir genügend Schilde haben, genügend Hülle haben. Also das rein auf Targoiden-Kampf ausrüsten.
Und dann hätten wir nämlich beides. Wir hätten ein Schiff, gutes Kampfschiff gegen, ja, mit allem, was normal ist, sage ich mal. Also alles, was, was nicht alienmäßig ist. Und dann ein Schiff, was extra gegen Aliens ausgerüstet ist. So rum. Das wäre so der Plan eigentlich. Könnte ich mir ganz lustig vorstellen, tatsächlich. Wäre auch mal was anderes. Vor allem mit dem Schiff hier ist halt schwierig. Wir haben zwar schon Targoiden damit gejagt und auch besiegt, aber nichtsdestotrotz haben wir ein Problem. Dieses Schiff ist für diesen Kampf einfach nicht ausgelegt, weil wir haben nicht die passenden Drohnen dafür, um den Kaukasisch war das, glaube ich. Oder Kaukasisch. Weiß ich gar nicht. Also um diesen speziellen Schaden da dann wegzumachen. Klar, man kann auch überhitzen und so weiter, aber das bringt auch nur bedingt was, weil du machst halt die anderen Systeme damit kaputt. Und zum anderen gibt's auch, ich glaube, es gibt extra Targoiden-Waffen, es gibt aber auch die Möglichkeiten, das wird dann viel, viel spannender und lustiger noch. Das habe ich irgendeinem Guide gesehen, es gibt eben auch so Guardian Waffen von dieser anderen Rasse, wo wir diese Ruinen mal entdeckt haben. Da muss man zig, hundert Missionen machen. Und dann kann man irgendwie einen Ingenieur freischalten, der einem Guardian-Waffen dann freischaltet. Was, glaube ich, auch ganz witzig wäre in dem Zuge. Da brauchen wir aber deutlich mehr Zeit dafür. Also das wird nämlich ewig dauern. Und darum hätte ich zumindest gerne mal grundlegenden Targoiden-Kampfschiff. Und dann den Rest kann man dann immer so peu à peu dann machen. Weil vielleicht kann man das dann irgendwie koppeln, weil ich würde ungerne das wieder so machen wie bei diesen Märkten beispielsweise, dass wir stundenlang und für YouTube dann folgenlang einfach von Markt zu Markt hüpfen und einfach Sachen verkaufen, weil das ist eher so bäh. Also es ist wirklich relativ langweilig und ich glaube auch zum einen zum Zuschauen, egal ob du es im Stream guckst, auf YouTube guckst oder auch für mich, es ist einfach, du fliegst von A nach B, normalerweise kannst du halt auch eine Serie gucken dann parallel, während du diese ganzen Märkte machst, weil es ist ja wirklich nichts Spannendes, du fliegst irgendwo hin, handelst mit dem Markt und fliegst wieder zurück. Das ist eigentlich das ganze Ergebnis, was du da tust. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr eintönig. Und darum würde ich gerne ein paar andere Sachen machen. Das ist ein Schweif, sieht auch sehr geil aus von diesen Schiffen. Im Frameshift. Hat schon was. Ich frage mich, was das für Antriebe sind, wenn die so krass leuchten. So, da ist der Eingang schon. Ach ja. Finde ich sehr gut. Na, Wasserstoff. Ja, okay, ist ja gut, Jeremy. Sieht halt trotzdem nur sehr geil aus. Und wie gesagt, ich bin mit einem Punkt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Walker City wirklich die Location ist, wo ich wirklich damals mit Elite angefangen habe. Ich glaube es fast nicht, weil ich glaube, ich habe damals im Cooper gezockt und das erste, was ich auf EDSM hochgeladen habe, ist das erste Log, was ich von damals noch habe. Und das ist Walker City. Das ist der erste Startpunkt, der auf EDSM ist. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich hier gestartet bin. Ich kann es nicht sagen. Irgend sowas oder Lichtantriebe. Ja, kann auch sein. Gibt es hier ein Problem, Officer? David Wilkinson. Wilkinson Quattro. Get ready. Ich bin so werbegeschädigt, das ist unfassbar. Das kannst du keinem erklären. Und auch keinem erzählen. Sehr gut, dann einmal polieren bitte. So, dann haben wir das. Entfernte Werkstatt. Mal gucken, habe ich irgendwie das Energieverteiler? Achso. Energieverteiler. Haben wir da. Schildbooster. Haben wir auch das. Toll, ich habe jetzt die Schildbooster. Was kann ich auswählen? Ich kann den Kinetikresistent-Booster kann ich auswählen. Das finde ich sehr gut. Ja, also ich kann tatsächlich bei dem Ingenieur immer nur einen Plan pinnen dann. Jetzt habe ich den Schildbooster dafür. Na gut.
weil Kinetikresistenz. Na okay, ich dachte, ich kann hier mehr Pläne pinnen, aber offensichtlich nicht. Schade. Irgend sowas oder Lichtantriebe. Ach so, ja. Lichtantrieb wäre auch lustig. Das ist ein Type 9 dann, glaube ich, was da gerade landet. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es dann. Gut, der Kampfbereich ist jetzt ein bisschen, war jetzt ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Ich finde es nur lustig tatsächlich, dass hier nichts dasteht. Normalerweise stand dann doch hier immer Zustand Krieg. Oder bin ich jetzt Blade? Normalerweise stand bei dem Status doch dann immer Krieg da, wenn die wirklich im Krieg sind. Hier, Yota Persei Purple General Limited. Normalerweise steht hier Status dann Krieg, wenn die im Krieg sind. Sind sie in dem Fall aber nicht. Genau, und die Value Party hier ist Demokratie. Sind auch nicht im Krieg. Also irgendwie... komisch. Vielleicht kann man es mir jemand erklären. Weil ich dachte immer, dass das dann hier dasteht, wenn die wirklich im Krieg sind. Aber vielleicht hat sich da was geändert mit den letzten Updates. Kann ja tatsächlich auch sein. So, jetzt würde ich aber sagen, für YouTube ist hier der Cut. Wir haben einiges geschafft. Wir haben die Schilde geupgradet. Ich bin relativ zufrieden. Ich bin sehr zufrieden eigentlich. Klar, es geht ein bisschen besser. Aber von den Widerständen, wenn wir uns das hier mal anschauen, es hat doch deutlich was gebracht. Wir haben vorher, glaube ich, 15% thermischen Widerstand gehabt. Jetzt haben wir deutlich mehr. Wobei ich hier mal was gucken wollte bei Ausrüstung noch. Ob das jetzt auch sauber aktualisiert ist oder ob das wirklich nur in diesem Menü ist. Weil dann habe ich dann vorher das falsche Menü gehabt die ganze Zeit. Und habe mich nach den Werten gerichtet. Obwohl ich hätte vielleicht bei der Gesamtübersicht gucken sollen. Bin ich mir unschlüssig. Können wir eben mal gucken. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr zufrieden. Das muss ich einfach sagen. Ich bin sehr zufrieden. Wir halten deutlich mehr aus. Und das war das Ziel des Ganzen. Nee, thermischer Widerstand. Ich habe vorhin falsch geguckt. Also ich habe tatsächlich falsch geguckt. Das ist hier dieser Wert, Detonationswiderstand, kinetischer Widerstand, ist wirklich nur vom Schildgenerator. Und nicht praktisch von... mit dem ganzen Bonuszeug obendrauf, was wir durch die Booster kriegen. Okay, habe ich falsch geguckt. Hätte ich gleich hier gucken sollen. Also, wenn ihr das macht, wissen wollt, was ist besser, was ist schlechter, welche Variante, dann guckt hier unter Schiff, unter diesem Statistikpunkt hier. Da seht ihr es dann genauer, wie eure Werte sind und damit könnt ihr noch arbeiten. Da wird alles reingerechnet dann. So, jetzt aber. Für YouTube ist hier der Cut. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder und dann mal gucken, ob wir ein schönes Kampfgebiet finden. Vielleicht gibt es hier mal einen ordentlichen Krieg mit dem Imperium oder so, dass wir ein bisschen hochleveln können. Bei der Föderation noch zum einen und zum anderen, dass wir, sage ich mal, unsere Schilde deutlich besser testen. Und dann, wie gesagt, Mining würde anstehen, dass wir Geld kriegen für unseren Targoiden-Kampfschiff. Ich würde sehr, sehr gerne auch, wo habe ich's? Status. Ich würde hier sehr gerne auch den Rang. Flight Assist on. Flight Assist on. Ja, sehr gut. Ich würde gerne unseren Rang bei der Föderation steigern. Ich würde gerne Targoiden-Kampfschiff haben. Ich hätte gerne sehr viel. Lokale Machtpräsenz. Zachary Hudson. Status neutral. Treue Föderation. Vielleicht schwören wir dem einfach die Treue. Weiß ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen. So, jetzt aber. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.